Hi und herzlich willkommen zurück bei den NBA News. Hier erfährst du alles, was die letzten Tage rund um den Basketball und vor allem in der NBA passiert ist. Ich würde sagen, wir fangen gleich mit dem ersten Thema für heute an. James Harden gilt als Top-Kandidat für den MVP Award. Er spielt meiner Meinung nach eine super Season, deswegen wäre das auf jeden Fall gerechtfertigt. Auf die Frage, ob er den Award gewinnen sollte, antwortete er folgendes. Ja, auf jeden Fall. Denn vor der Season haben alle geglaubt, dass wir am Ende auf Platz 10 oder so enden. Nun sind wir Dritter. Wir erreichen die Playoffs, was wir in der letzten Saison nur gerade so geschafft haben, und sind sogar in der Lage, um den Titel mitzuspielen. Dreierrekord der Cavs. Bei einem Sieg von 135 zu 130 stellten die Cleveland Cavaliers einen neuen Dreierrekord auf. 25 Dreier versenkten sie. In der ersten Halbzeit waren es 14 Dreier. Mike Budenholzer wurde von der NBA für ein Spiel gesperrt. Der Head Coach von Atlanta soll im Spiel gegen die Cavs den Schiedsrichter angeschrien und berührt haben. Das geschah bei einer Niederlage der Hawks gegen die Cleveland Cavaliers. Gegen Ende des dritten Viertels. 2015 wurde Budenholzer bereits für einen ähnlichen Zwischenfall auch im Spiel gegen die Cavs bestraft. Festus Ezeli muss sich wieder einmal einer Knie-OP unterziehen und setzt daher für die restliche Season aus. Erst im Sommer unterschrieb der Center bei den Trailblazers. Bereits bei den Warriors musste er sich einer Knie-OP unterziehen. Er stand jetzt kurz vor seinem Comeback, allerdings machte sein Knie dann erneut Probleme. Der genaue Termin für die Operation ist aber leider noch nicht bekannt. Heißt, es ist unklar, wann er genau zurückkommen wird. Beim Spiel der New York Knicks gegen die Golden State Warriors wurde anscheinend einfach auf das Unterhaltungsprogramm rund um die erste Halbzeit komplett verzichtet. Green regte diese Tatsache sichtlich auf. Das war armselig und lächerlich. Es hat den Fluss des Spiels total verändert. Und weitere Aussagen wie: Habt ihr die erste Hälfte gesehen? Das Spiel hatte überhaupt keinen Rhythmus. LeBron James gilt als einer der besten Spieler aller Zeiten. Um diesen Status zu erreichen, musste er in seinem Leben viele Eingeständnisse im Privatleben machen. Wie Kobe Bryant und Michael Jordan ist auch LeBron James davon besessen, als der beste Spieler aller Zeiten in die Geschichte einzugehen. Laut eigener Aussage ist er davon besessen. Dafür hat er sich nun bei seiner Frau entschuldigt. Er sagte, dass er sich auf einer Reise befindet, der beste Spieler aller Zeiten zu werden, und er habe ab und an vergessen, wie wichtig seine Frau für diese Prozesse sei.